Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch einfach mal ohne ein einziges Spiel zu machen für die Weekend League qualifizieren könnt. Das Ganze ist richtig, richtig leicht und auch ein Aufwand von maximal 5 Minuten, also macht es wirklich, falls ihr irgendwie nicht reinkommt in die Weekend League, falls ihr auch mal keine Zeit habt, unter der Woche die Qualifikation zu spielen. Es gibt hier diesen einen Trick und der ist auf jeden Fall auch offiziell von EA sozusagen. Ich übernehme trotzdem keine Garantie, dass man da nicht irgendwie gebannt werden kann oder so, aber wenn ihr das eigentlich so macht, wie ich das gemacht habe, beziehungsweise wie ich euch das jetzt zeigen werde, dann müsste das Ganze funktionieren. Und ja, Freunde, dann lasst auf jeden Fall gerne auch noch einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr solcher Glitches sehen wollt, mehr Tricks zu FIFA 18. Und dann beginnen wir einfach mal direkt. Wir sehen hier schon die Website, Zugang zur FUT Champions Weekend League. Das Ganze ist eine offizielle Seite von EA Sports FIFA. Ihr müsst da nur ein bisschen aufpassen, denn es geht im Endeffekt darum, dass ihr hier einen Disconnect vortäuscht, den ihr angeblich in einer FUT Champions Qualifikation hattet. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann könnte das Ganze kritisch werden, deswegen würde ich euch raten, einfach mal FUT Champions Qualifikation anzumachen, dort in ein Game reinzugehen und dann unbedingt den Disconnect vortäuschen, indem ihr einfach den WLAN-Stecker oder so zieht, damit EA da auf jeden Fall einen bestätigten Disconnect vorliegen habt. Am besten ist es sowieso, wenn ihr einen echten Disconnect hattet, einen nicht gefakten, sage ich mal, wo ihr einfach wirklich gekickt wurdet, dann müsste das Ganze ohnehin gehen. Und ja, ich möchte euch das Ganze einfach jetzt hier mal vorlesen. Zuerst mal müsst ihr euren Ultimate Team Verein wählen und ja, das ist in meinem Fall natürlich FIFA Allstars. Ich werde das Ganze natürlich jetzt nicht abschließen, weil ich ja sowieso qualifiziert bin. Wir haben ja zum Glück Gold 1 erreicht in der letzten Weekend League. Und ja, hier steht daneben, der Zugang zur FIFA Ultimate Team Weekend League kann nur für aktive FIFA Ultimate Team Vereine für FIFA 18 beantragt werden. Nutze das FUT Champions Weekend League Anfragetool, wenn du ein Daily Knockout Turnier gewonnen hast, deinen Weekend League Zugriff aber aufgrund eines Fehlers oder Verbindungsabbruchs nicht erhalten hast. Das Ganze geht also anscheinend nur, wenn man im Finale irgendwie bei einer Führung rausfliegt. Aber ich kann euch bestätigen, Leute, in FIFA 17 ging das auch anders. Das heißt, es ging auch, wenn du nur einen normalen Disconnect hattest in der Qualifikation. Da habe ich das sogar selbst ausprobiert. Da war ich nämlich zu dem Zeitpunkt in Kroatien, Matura-Reise, und dann habe ich eben dieses Tool übers Handy nur angewandt und das Ganze hat funktioniert und dann muss man sich noch auf der Konsole schnell einloggen, bevor die Weekend League beginnt. Das habe ich dann meinen Dad machen lassen, der ist auf meine Konsole gegangen und hat sich da schnell eingeloggt, denn das muss man eben machen, dann, sonst geht das Ganze nicht, aber ihr seid ja sowieso an der Konsole, deswegen macht dieses Gadget hier einfach, also nutzt dieses Tool und geht dann auf eure Konsole, dann müsst ihr das Ganze aktualisieren und dann müsstet ihr eigentlich qualifiziert sein für die nächste Weekend League. Das Ganze ist wirklich leicht und wir gehen dann hier natürlich weiter, bla bla bla. Mir ist bewusst, dass ein falscher Anspruch gegen die Regeln von EA verstößt. Wenn du gegen die Regeln verstößt, müssen wir möglicherweise Maßnahmen bezüglich deines Kontos ergreifen. Das Schlimmste, was euch in dem Fall passieren kann, ist, dass ihr einfach nicht qualifiziert werdet. Denn wenn wir hier auf Weitergehen, Absenden und so gehen, obwohl wir keinen Disconnect hatten, dann kommt hier einfach statt einem Häkchen ein Kreuz und das heißt eben, dass wir dann nicht qualifiziert sind. Aber mehr passiert da auch nicht. Also wenn ihr das nur einmal so macht, dann kann da absolut nichts passieren, das kann ich euch versichern. Und hier müssen wir natürlich, ich bin kein Roboter, ankreuzen, bla bla bla, und dann sendet ihr das Ganze natürlich einfach ab. Wie gesagt, ich bin schon qualifiziert, bei mir würde das Ganze jetzt nicht funktionieren, weil ich eben qualifiziert bin. Aber bei vielen anderen hat das schon funktioniert, da habe ich extrem viele Bilder auch schon eingesendet bekommen auf Instagram. Danke auf jeden Fall auch an diese Bilder und ja, das ist eigentlich ganz, ganz easy, also wirklich. Probiert es einfach mal aus, falls ihr aus zeitlichen Gründen oder auch aus spieltechnischen Gründen nicht an der Weekend League teilnehmen könnt. Probiert dieses Gadget, falls ihr schon mal einen Disconnect hattet an sich, ist das wirklich eine easy, easy Sache. Und ich habe das Ganze schon mal in FIFA 17 rausgehauen und deswegen möchte ich euch von diesem Video damals noch ein paar Kommentare zeigen. So mehr oder weniger als Beweis, dass das Ganze auch funktioniert. Ich kann natürlich jetzt nicht zu 100% versichern, dass es bei jedem funktioniert. Also falls es nicht funktioniert, bitte nicht direkt rumhaten oder so, sondern einfach mal in den Kommentaren fragen, wieso es nicht funktioniert, was ihr falsch, also wie ihr es genau gemacht habt und ob ihr dann eben was falsch gemacht habt. Vielleicht können wir uns da untereinander helfen in den Kommentaren, so wird das, denke ich, am besten gelöst sein. Und ja, hier ist das erste Kommentar, Bastian Engels, bei mir hat es funktioniert. Punkt. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Das zweite Kommentar vom Adrian, geil, es hat geklappt, fliege immer im Halbfinale oder Finale raus, danke. Nices Comment und dann kommt hier noch das vorletzte, danke, hat geklappt. Und dann auch noch vom Festteam, danke, fang an zu heulen und dann hier noch ein weiteres,
Danke, bin wegen dir in der Weekend League. Also ihr seht, Leute, das Ganze funktioniert. Es haben natürlich auch ein paar Leute kommentiert, das geht nicht bei ihnen. Das könnte aber dann daran liegen, dass sie zum Beispiel eben keinen richtigen Disconnect hatten und dass EA eben gemerkt hat, yo, das ist kein echter Disconnect gewesen, deswegen qualifizieren wir den eben nicht. Das kann passieren, also am besten ist es natürlich, wenn der Disconnect real ist, wenn der wirklich ein ganz normaler Disconnect einfach war. Disconnect heißt übrigens Verbindungsabbruch, sodass ihr aus den Servern geworfen werdet. Das haben mich ganz, ganz viele gefragt, was ein Disconnect ist, aber das ist eben ein Disconnect, wenn ihr gekickt werdet von Ultimate Team, wenn ihr rausgeworfen werdet. Okay, Freunde, das war es jetzt an sich auch schon mit dem heutigen FIFA 18 Video. Habt euch den Glitch gewünscht? Ihr fragt mich schon seit einigen Tagen, yo, kannst du es endlich mal hochladen? Und da ist es eben. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir die unbedingt in die Kommentare. Die wichtigsten Fragen werde ich mit einem Herzchen versehen, sodass alle eben die Kommentare dann auch gut lesen können, weil die mit dem Herzchen natürlich weiter oben dann landen. Und ich werde wirklich versuchen, euch eure Fragen auch zu beantworten. Und wenn es zu viele Fragen gibt, dann werde ich noch ein kleines Extra-Video anhängen. Aber ansonsten müsste das, denke ich, alles gesagt sein. Ich denke, ich habe alles gesagt. Und falls es, wie gesagt, nicht funktioniert, fragt einfach mal in den Kommentaren. Aber ich würde sagen, bei den meisten dürfte das Ganze funktionieren, wenn ihr es so macht, wie ich es erklärt habe. Ja, Freunde, das ist es auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Checkt gerne auf jeden Fall noch die Links in der Beschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt immer High Hopes und ciao.